So, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es, euer Simmafix. Wir sind hier gerade in einem wunderschönen Kampf gegen einen Ice Troll. Ja, Leute, wie versprochen habe ich mir jetzt hier nochmal gescheit umgeschaut und mir ist aufgefallen, in der Höhle der Eistrolle, wo wir beim letzten Mal waren, da gibt es noch eine andere Abzweigung, die wir beim letzten Mal nicht gefunden haben. Aber, boah, der Hieb hat gesessen. So. Aufpassen. So, die dürfen wir nämlich nicht unterschätzen. So. Auch wenn sie etwas langsamer sind, können sie nämlich ganz schön viel Schaden machen. So, jetzt haut er aber ab. Jetzt haut er echt ab. Und wir versuchen jetzt zumindest hier immer noch herauszufinden, was hier genau passiert ist. Hier ist ja einer von den Söhnen von Krax, nämlich der liebe nette Halmer. Aber dem müssen wir unbedingt ausweichen, den Punch. So. Zack, Quennen und aua, komm schon, ein Punch noch. Ja, super. Okay, und wir versuchen den jetzt, wie gesagt, hier zu verfolgen. Hier ist ein Riese, aber neben dem lieben, netten, lustigen Riesen, der wahrscheinlich nicht mal unser größtes Problem gerade ist, sondern den 5 Millionen Harpien und ich weiß gar nicht, was das für andere eklige Viecher sind, ist hier natürlich auch noch, sind hier natürlich noch Eistrolle und ich suche hier gerade irgendeinen verwundeten Bogenschütze. Und so wie es aussieht, hat mich der Weg jetzt wohin geführt? Ich hab echt nicht die geringste Ahnung. Aber hier ist wieder so ein Blutfleck. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht doch nicht ein gutes Zeichen, weil das heißt, ungefähr hat schon 500 Liter Blut verloren. Aber naja. Da drüben kocht was. Oh oh. Bitte sei es kein Mensch, der gekocht wird. Bitte sei es kein Mensch, der gekocht wird. Bitte sei es kein Mensch, der gekocht wird. Lauf, Geralt. Okay, warte. Wo wird er was gekocht? So. Da. Jetzt sind wir wieder beim Eingang dieser Dreckshöhle. Ich ertrag diese Scheißhöhle wirklich langsam nicht mehr. Ich krieg da so die Krätze wirklich. Immer zeigt mir, geh dahin. Und immer, egal wo ich hingehe, am Ende bin ich dann wieder am Eingang. So. Okay, jetzt zeigt mir das Spiel an, dass ich da hochgehen soll. So, es zeigt es mir offiziell an. Ihr seht es alle, Leute. Ihr seht alle, dass es mir anzeigt, da hochzugehen. Das Spiel wird mich ja schon nicht betrügen, oder? Ja, doch, das macht es ja. So. Gott. Bitte, Geralt. Pack dich doch irgendwann mal gescheit hoch, bitte. Ja, dann slide halt da gut runter. Danke mal. Da nochmal hoch. So. Auf dem Berg waren wir ja beim letzten Mal schon. Da haben wir dann aufgegeben, verzweifelt, weil wir hier nicht weitergekommen sind. Da waren ja die 5000 HP. Boah, ist das Spiel scheiße, ganz ehrlich, Mann. Boah, was ist denn das? Geh halt da einfach hoch und tu nicht immer den einzigen Weg nehmen, wo du runterschlitterst. So. Aber das zeigt mir jetzt wieder an, dass ich in diese Scheißlager von Halmer gehen soll. Aber da will ich ja nicht hin. Es zeigt mir immer an, dass ich hier hingehen soll. Oder dahin sogar, ich weiß gar nicht. Da will ich aber nicht hin, Mann. Wenn schon, will ich da oben hin, aber da oben finde ich ja nichts. Ich muss schon in dieser blöden Höhle bleiben. Es ist so grausam, Mann. Es ist so grausam wirklich gerade. So, da geht's wieder in diese meine geliebte Dreckshöhle rein. In der wir ja nun schon seit 5 Jahren sind. So, da haben wir einen Eistroll besiegt. Da, okay. Schauen wir mal weiter. Da waren wir gerade. Warte mal, da ist noch eine Abzweigung, oder? Oder auch nicht. Man kann ja mal hoffen, dass irgendwann mal auch ein Weg ist, in dem man auch irgendwie reingehen kann. Leute, bitte, warum kann das Spiel mir nicht einfach einen Wegpunkt zeigen und mir nicht 8 gleichzeitig zeigen, wo ich die Hälfte eh nicht benutzen kann? So. Da. Ah, okay, gut, dann sind wir wirklich in die falsche Abzweigung gegangen. Sehr gut. Oh, ich hatte jetzt echt gedacht, dass wir jetzt da wieder komplett falsch sind. So. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da! Hilf mir! Bitte!
Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilfe. Ich Rätsel lösen. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut, gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Ein Troll, natürlich. Gut, Troll. Jetzt du fangen. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Fair gewonnen. Rätsel dumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Pipi. Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Ich suche Chalmar. Chalmar? Würde ich auch gern wissen. Er und der Rest der Mannschaft. Es muss was passiert sein. Sonst hätte er nach mir gesucht, als ich in jener Nacht verschwand. Ganz bestimmt. Warte mal. Warum suchst du Chalmar? Die Expedition. Erzähl mir davon. Hat angefangen wie in den besten Balladen. Mit einem deftigen Sturm. Hat unsere Segel zerfetzt. Haben schließlich das Ufer gesehen. Aber dann haben Sirenen angegriffen, als hätten sie drauf gewartet. Aber wir hätten es sicher irgendwie geschafft, wenn der verfluchte Steuermann nicht gewesen wäre. Ihr habt die Felsen gerammt. Und dann? Haben ein paar Männer verloren. Mussten die Verletzten auf Trümmer ziehen. Und die Sirenen waren ständig in der Nähe. Chalmar hat die ganze Zeit sein Horn geblasen. Aber wir waren zu nah am Berg. Und dann hat sich eine Lawine gelöst. War wohl nicht euer Glückstag. Was ist dann passiert? Wir haben den Idioten in dem Schiff gefunden und am Wachturm ein Lager aufgeschlagen. Alles schien sich zu beruhigen. Krach hat mich geschickt, um Chalmar zu finden. Auf Art Skellig soll ein neuer König gewählt werden. Alle warten auf die Rückkehr des Jungen an Kret. Dann hat's schon angefangen. Chalmar. Herrscher der ganzen Skelligen. Denkst du, er ist nicht der Richtige? Chalmar ist unverantwortlich, stur und hört auf niemanden. Aber er ist ein geborener Anführer. Wir sind Freunde, seit wir Kinder waren. Er, Zerris und ich. Zerris erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron. Zerris? Aber sie... Nun, sie ist... Wie der Vater, so die Tochter. Was ist mit Krach? Hat er sie bestärkt?
Hat er sie in ein blödsinniges Abenteuer geschickt? War nicht begeistert. Besonders, weil Ceres los ist, ohne ihm ein Wort zu sagen. Wir auch nicht. Wo ist sie hin? Hat sie jemanden mitgenommen? Spikerup. Und nein, niemanden. Sie ist allein los. Verflucht nochmal. Wenn ich einmal nur... Ist sie wieder zurück? Weißt du das? Ja, sie ist zurück. Hat getan, was sie tun wollte. Den Göttern sei Dank. Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten. Und gesehen, wie Egner von Farö Chalmers Hornwalhorn gestohlen hat, bei dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Chalmer gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade geturnt. Meinten, ich wäre heut reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Hast du eine Idee, wo Chalmer den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Chalmer hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Gut, gehen wir. Okay, erkunde mit Hilfe deiner Hexensinne die. Okay, überquere den See. So, speichern wir jetzt erstmal. Also, ich freue mich, dass wir den hier gerettet haben, dieses blöde Rätsel geschafft haben. Hat mich ehrlich gesagt ziemlich gewundert. Und nun haben wir sogar einen Begleiter. Das ist ja mal gut. Das ist ja mal richtig gut. So, Anzeige für Himmels Anwesenheit. So, was machen wir nun als nächstes? Ist natürlich die 1-Milliarden-Dollar-Frage. So, erstmal braucht er 100 Jahre, bis uns. Ach, der wird eh keine Hilfe sein. Und wenn wir gegen den Riesen kämpfen sollten, wird er wahrscheinlich eh nach einem Schlag down sein. So, wie man das von allen guten Gefährten kennt. So, ich folge jetzt meinem Herzen, mit anderen Worten, dem Fall. Egal, wo mich hin jetzt lockt, mir ist das jetzt wurscht. Aber, wisst ihr, was das allergrößte Problem eigentlich ist? Wir wissen immer noch nicht hier, wo der Chalmer hier ist. Fällt euch das auch mal auf? Also, ist er jetzt beim Riesen oder kämpft er jetzt alleine gegen ihn? Oder hat der Riesen ihn schon lange getötet? Ich habe keine Ahnung. Und das macht mir gerade echt Sorgen hier. So, und der Grüne von Orstaka. So, was ist hier Schönes? Chalmers Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Was mag seinen Leuten passiert sein? Finde heraus, was Chalmers Mannschaft zugestoßen ist. Muss man das machen? Ja, wäre man wahrscheinlich nur eine Trollhöhle hier gelangen. Naja, okay, dann schauen wir mal. So. Da ist ein Wegpunkt, das ist sehr gut. Und da schauen wir mal, was ist denn hier Schönes? Was ist denn das? Hä? Das sieht ganz schön strange aus. Was soll denn das sein? Ah, ich will es lieber gar nicht wissen. So, wir folgen jetzt einfach mal hier der Blutspur. Und schauen, wohin die uns Schönes führt. Und dann, ja, werden wir hier wahrscheinlich über die See reisen müssen. So, da unten sehe ich schon wieder Gegner markiert. Bitte lass es irgendwas Schwaches sein. Ich will nicht gegen was Böses, Großes kämpfen. Ich muss einen anderen Weg finden. Zum Beispiel dem Weg hier. So, wir tun uns hier schon mal schützen und... Neckar, oder? Ich weiß doch, dass es Neckar sind. Irgendwas Fieses zumindest. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Wäre gar nicht mal so schlecht. So, das Problem ist aber, wie sollen wir sonst bitte in die Höhle kommen? Gut, dann gehen wir halt nochmal zurück und versuchen einen anderen Weg hier runter zu finden. So, was waren das aber für Viecher? Ich glaube, es waren Neckar, weil die haben sich so schnell bewegt, aber es könnten natürlich auch einfach Trunkene gewesen sein. Es gibt da 1 Million
eine Million und noch mehr Möglichkeiten, was hier genau geschehen sein könnte. Warte, wo lockt mich dieser Pfeil jetzt hin? Also irgendwie müssen wir da runter. Da müssen wir jetzt erstmal einen anderen Weg hier in die Höhle finden. So, hier gibt es noch einen Eingang. Schauen wir mal, wo der uns hinführt. Schönes. Wir quellen uns mal wieder. Was haben wir da, Pilze? Nicht wichtig. So, nicht wichtig. Und dann gehen wir in diese schöne Höhle rein. Alleine. Weil ich keine Ahnung habe, wo unser Begleiter steckt. Ich werde, der kommt auch nicht über den Fels darüber. So. Aua. Aua. Tot! Geiles Loch. Super Loch. Ach Leute, wir sind bei 15 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Ich muss mal schauen, was wir jetzt weitermachen. Ich bin hier komplett verwirrt, weil ich nie weiß, was wir genau tun sollen. Beim nächsten Mal sehen wir uns zumindest wieder mit Witcher. Bis dahin, haut rein. Ciao.